Das ist ein 35er Skaper-Tank von Dennerle. Vorne auch mit abgerundet, die Ecken. Guck mal, was der Volker auch sagte. Hier drunter hast du echte Matte, ne? Hier, siehst du das? Hier. Ja. Ich denke eben, was ist denn da zu gummihaft? Ja. Ja, die kannst du notfalls auch immer noch so ähnliche dazu kaufen. Und das ist, wie gesagt, das ist wirklich mein Lieblingstank, muss ich sagen. Das ist wirklich mein Lieblingstank. Ich finde, die 35 Liter sind halt richtig passend, auch von der Fläche her optimal. So, was haben wir gelernt am Freitag? Was haben wir gelernt? Womit fängt man an? Was haltet Unrund. ihr denn hiervon, ihr Vögel? Was haltet ihr denn hiervon? Ich würde es tatsächlich erst auswaschen. Was? Den Tank. Da habe ich ja schon. Ach, hast du schon, okay. Der Der, also, ist schon mit Wasser, mit Klarwasser ausgewaschen worden. deswegen, also als erstes erstmal auswaschen. Jetzt muss ich gucken, wo geht denn das auf? Da ist doch vorne Hier. Richtung Kamera eine Ist, Schnalle. ich sehe jetzt schon. Hier, guck. Da. So, aufmachen. So, okay. Was ist denn an dem Depot mit Depot mit, sage ich schon, an dem Mix jetzt besonders? Warum nehmen wir denn jetzt keinen Kies? Das haben wir ja bestimmt am Freitag auch gelernt. Weil in Kies ist ja kein Nährstoff. Kies ist ja nur Kies. Kies sind ja nur kleine Miniatursteinchen. Und deswegen haben wir hier den Nährboden für die Pflanzen, weil wir haben ja auch gelernt am Freitag, dass manche Pflanzen nehmen die Nährstoffe über den Bodengrund auf und andere Pflanzen zum Beispiel nehmen die Nährstoffe über das Blattwerk auf. Rein damit. Aber nicht zu viel. Die Frage kommt ja jetzt bestimmt vielleicht auch manchen auf, warum kann ich denn da jetzt einen Kampffisch reintun und warum nicht andere Fische? Beim Guppi ist das Problem, ob du den normalen Guppi nimmst, ob du den Enderguppi nimmst. Beim Guppi ist halt das Problem, der Guppi ist halt sehr, sehr, sehr bunt von der Schwanzflosse her. Und da denkt der Kampffisch halt, es wäre ein anderer Kampffisch. Und macht erstmal Jagd auf den und, ne, und Ja, denkt dann, huch. die Frage war ja, warum kann ich in ein 35er Becken einen Kampffisch machen, aber kein Ach Guppi? so, ach so, ach so, ach so. So war die Oder Frage. ein oder oder einen anderen Fisch? Warum funktioniert das bei einem Kampffisch, aber jetzt nicht bei einer anderen Fischart? Also, es gibt ein Gesetz von 1900. Jetzt lass mich nicht lügen, Kinder. Also, ich stecke nicht so gut in der Materie wie der Volker oder die anderen. Es gibt ein Gesetz von 1998, glaube ich, von 1998, wo geregelt ist, wie viel Liter, ne, ein Fisch braucht, richtig? Genau. Aber wenn man sich die ganze Szene, zum Beispiel jetzt explizit beim Kampffisch anguckt, der Kampffisch lebt in kleinen Tümpeln zum Beispiel, Pfützen in oftmals. Pfützen auf Reisfeldern. Der hat da keine 54 oder 55 Liter oder so oder 60er Kantenmaß oder sonst irgendwas. Also jetzt speziell vom Kampffisch gesprochen, ne? Und viele Experten, wenn man YouTube guckt oder Internet mal durchguckt, speziell beim Kampffisch, die sagen zu 99,9%, dass dieses Gesetz angepasst werden muss. Ne? Gerade speziell auch für den Kampffisch. Ne? Weil wenn der Kampffisch zu viel Fläche hat, zu viel Fläche, wird er auch bekloppt. Ja, aber er hat ja ein Revierverhalten natürlich Er auch. muss ja sein Revier verteidigen. Er hat ein Revierverhalten und das stresst ihn halt, wenn er da nicht hinterherkommt. Ne? Das gibt Dann es bei könnte er einigen. sterben. Bei einigen Fischarten gibt es das, die halt wirklich ein Revier sich abstecken und für die ist das halt auch viel Stress. Aber unter anderem haben Kampffische natürlich auch immer, kommt drauf an welche, halt auch sehr große Flossen, ausgeprägte Flossen und sind nicht wirklich gute Schwimmer. Für die ist das dann halt Stress. Findest du den zu groß? Ja, warte mal, ich will mal was gucken, warte mal. Also ich würde sagen, das Becken bleibt leer, bis auf eine kleine Pflanze genau in der Mitte. Ja, richtig, genau. Der sieht jetzt von vorne niedriger aus als der, richtig? Ich finde, der von deiner linken Hand aus gesehen, Der hier. müsste in die andere Richtung zeigen, weil die zeigen jetzt irgendwie so parallel in dieselbe. Nur so rein optisch. So. Kann ruhig ein bisschen massiver wirken, ja. So. Ja, finde ich schon besser, weil eben sah der so, sah komisch aus. Jetzt ist die Frage, lieber Chat.
und auch an dich. Soll ich hier einen Weg hochmachen? Mit hellerem Sand oder so lassen? Ich will einen Weg. Was sagt ihr? Weg oder kein Weg? Weg, 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 Weg. weg, 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 Macht den weg, weg. Weg. Umfrage, kein Weg, ein halber Weg, Weg, Weg. Einfach Abstimmung machen, Weg, Weg, Weg. Der ist schon rum. Weg, gibt Weg. Die Wegleute waren einfach stabiler unterwegs. Dieser Weg wird kein leichter sein. Wie's da grüß dich. Kein Weg. Aber ordentlich sollst du machen. So, wenn du jetzt niest, ne? Reg mich jetzt nicht auf. Warte. Moment, Warte, ich muss auf Polen machen. Ich dich muss auf zittern, Polen, ne? warte. So. Das Plastiksteine? Nein, nein, da Nee, ist nee. gar nichts Das Plastik. ist Mini-Landschaft. Mit dem Trichter wäre einfacher. Mach Ja, mit einem ich habe Löffel. keinen Trichter. Der Löffel hat Ja, er. Löffel Denn habe ich. er hast ja aber Riesenlöffel genommen. Ja, ich habe keinen kleinen Löffel hier. Was soll ich denn machen? Kommt der mit so einer Buttergelle Ja, da? was soll ich denn tun? Wenn du einmal hingeschüttet hast, ne, ist rum. Baum of the Dead. Shake that ass, sagt Batsy. Was ist das? Lass mich in Ruhe. So, jetzt stecke ich die Dinger wieder in die Ohren rein. So. Dem Stein Okay, geht's stelle ich wieder. weiter. Was ist? Was seid ihr wieder am Lachen hier? Wegen Hä? dem Weg. Der Weg ist schön. Ihr habt alle gar keine Ahnung. Der Weg ist auch schön. Ne? Der kann ja hier sagen. Und das sind hier diese Pebbles. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Da ist ein Stein auf den Weg gefallen. Da kommen Garnelen rein, Axel. So. Jetzt lass mal gucken. Ich hatte doch irgendwo hier noch einen Stecker. Eine Steckleiste, genau. Hier. Wie bei mir mit der langen Pause, bin jetzt bei den Paludarien. Ach, da kommen wir schon mal ins Licht. So, sieht das doch schon viel besser aus, oder? Da können wir jetzt was sehen. Meine Augen. Oder? Sprühst du das vorher nie an, bevor du das reinmachst? Nö, ich mache das aber, sprüht das jetzt gleich. Okay. Aber immer mindestens über eine Woche einlaufen lassen. Wie einlaufen? Das ist doch schon voll klein. Och, Hirntod. Einlaufen nennt man das, wenn aus dem normalen Wasser, was so aus dem Hahn kommt, ein Lebensraum für Tiere wird, in dem sich halt Bakterien bilden, die das Ganze zu einem Garnelen-Fisch-Universum machen. Gut, wie gesagt, jetzt kommt Wasser rein. Okay, Mamba. Ich habe leider nur eine Schüssel. Ich habe keinen Schlauch hier, ich habe keine Gießkanne hier. Ich habe eine 3-Liter-Schüssel oder sowas. Ich würde das jetzt im Offstream machen, am liebsten. Ich hoffe, es gefällt euch. Das ist der 35er Denali Tank. Bilder davon, wenn der gleich voll ist, haue ich auf Instagram, Twitter, Facebook, TikTok und so weiter. Wir sehen uns heute Abend wieder 19:30 Uhr, ne? Ja, 19:30 Uhr, mit was wissen wir noch nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen, Kinder. Dankeschön für den Support. Wir wünschen euch einen schönen Nachmittag, ne? Ja, tut nicht so viel und wir sehen uns später wieder, ja?